Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch den ersten Teil meiner gelesenen und gehörten Bücher aus dem Monat April. Ja, der Silikonfinger ist ab, aber wie man sieht, so richtig fit ist der Finger noch nicht. Aber ich bin hier in Ergotherapie und danke euch für all die Genesungswünsche unter den letzten Videos und auch der Nachfragen zum Beispiel auf Instagram. Also vielen, vielen lieben Dank für eure lieben Worte und ich hoffe, es wird jetzt im Mai auch wieder mit der Wiedereingliederung begonnen und starte da sozusagen ganz langsam in den Berufsalltag zurück. Und das gelingt bisher auch ganz gut. Der Mai hat ja zum Glück auch ein paar Feiertage. Aber jetzt kümmern wir uns natürlich erstmal ein wenig um die Statistik. Insgesamt gelesen habe ich 11 Bücher, somit weniger Bücher gelesen, als bei mir eingezogen sind. Was ich glaube ein bisschen daran lag, weil eben einfach wirklich ein Wälzer mit dabei war. Ich habe insgesamt 4.360 Seiten gelesen, was wirklich so guter oberer Durchschnitt ist und bin so auf 145 Seiten pro Tag gekommen. Und ich glaube, das kommt tatsächlich auch ganz gut hin, so von meinem Gefühl, dass ich sage, ich konnte im April an vielen Tagen sehr regelmäßig lesen. Es gab auch 2, 3 Tage, wo ich ein bisschen weniger gelesen oder gehört habe, dafür dann natürlich auch an anderen wieder etwas mehr. Hörzeit hatte ich 3.895 Minuten, das sind über 64 Stunden. Und das lag natürlich an dem Wälzer-Hörbuch, was ich gehört habe. Und ich muss sagen, hörtechnisch war das bisher wirklich der Monat mit dem meist Gehörten. Es war laut Sternebewertung auch der beste Monat in diesem Jahr mit 4,18 Sternen im Durchschnitt, was daran lag, dass ich 4 Highlights hatte und kein Flopbuch und auch kein Abbruchbuch. Also ein richtig guter Monat. Ich habe 8 haptische Bücher gelesen, ich habe ein E-Book gelesen und 2 Hörbücher gehört. Der Hörbuchdurchschnitt ist hier ein bisschen geringer, was einfach an dem Wälzer Hörbuch liegt, zu dem wir dann natürlich kommen. Wir starten heute mit den ersten 6 Büchern und da habe ich auch schon im Monat immer mal wieder die Clips dazu gedreht. Ich packe euch die Bücher unten in die Infobox, auch mit den Zeitstempeln, also schaut da gerne mal vorbei, auch natürlich über die Affiliate-Links, wenn ihr da über Thalia zum Beispiel bestellen würdet, da verdiene ich eine kleine Provision dran, für euch ist es aber natürlich nicht weiter irgendwie teuer, aber schaut euch da gerne um, wenn ihr darauf Lust habt. Ich kennzeichne euch auch da unten natürlich alle Bücher, die Rezensionsexemplare sind und wir starten jetzt mit den ersten 6 Büchern und ich wünsche euch dabei jetzt ganz viel Spaß. Buch Nummer 1 im April war Lügen, die wir uns erzählen von Anne Freitag. Ich habe von Anne Freitag schon einige Bücher gelesen, egal ob Jugendbücher oder New Adult Bücher, die sie ja auch unter Pseudonym veröffentlicht, zum Beispiel auch mit Adriana Popescu im Double. Und ich habe mich sehr gefreut über ihren ersten, ich würde sagen, ersten wirklichen Belletristik-Roman. Ich glaube, alle anderen Bücher waren eher ein bisschen dystopisch, Jugendbuch angehaucht, was auch gar keine Wertung in irgendeiner Art und Weise ist. Aber hier war ich sehr neugierig. Ich habe mit Anne Freitag auf der Leipziger Buchmesse über das Buch gesprochen und habe es dann als Hörbuch, als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Und gesprochen wird das Hörbuch von Stefanie Wittgenstein und Lara Hoffmann. Und das verrät uns schon, dass wir hier mehrere Perspektiven haben, die sich eben stimmlich auch ein wenig abheben. Ich fand das Cover tatsächlich super interessant und so ist mir das Buch von Anne Freitag auch aufgefallen und fand es wirklich ein Hingucker und mich würde natürlich auch mal interessieren, wie ihr das vielleicht so wahrnehmt und findet. Wir treffen auf Helene, sie ist Schriftstellerin und ihr Mann trennt sich nach vielen Ehejahren von ihr. Sie selbst stand auch einst mal vor dieser Entscheidung, ob sie ihren Mann für einen anderen Mann verlässt, hatte sich aber damals dagegen entschieden, denn sie war für den Schritt einfach nicht bereit, hat auch einfach so ein bisschen mit sich gezweifelt, ihrem Leben und eben auch mit dieser neuen Beziehung. Ihr Mann trennt sich nun aber von ihr, denn er hat sich in eine andere Frau verliebt und möchte hier einen klaren Schlussstrich ziehen. Die Kinder sind nicht so wirklich begeistert und geben auch ganz offen kund, wie sie die Trennung der Eltern so finden. Auch werden die Kinder aufgeteilt. Der Sohn bleibt bei ihr, die Tochter geht mit dem Vater. Und hier haben wir natürlich sehr viele Gedanken, Emotionen zu der Trennung der Eltern, die wir auch in dieser Geschichte erfahren, aber natürlich
natürlich um Helene, wie sie sich jetzt eben fühlt, getrennt lebend. Ihr Mann hat sie jetzt ja im Grunde verlassen, wenn auch sehr ehrlich und sehr offen. Und sie jetzt gar nicht so unter dieser Trennung leidet, weil sie ja selbst schon mal vor diesem Schritt stand. Es gibt einige Fragen, die hier im Raum stehen. Ja, wenn eben Familien zerbrechen, wie man damit umgeht, wie es mit dem Freundeskreis sein wird und was es eben auch einfach bedeutet, eine Frau zu sein. Und diesen Fragen geht Anne Freitag in ihrem Roman nach. Ich muss wirklich sagen, dieses Buch war für mich ein Highlight und es war richtig toll, dass der Monat damit auch begonnen hat. Es ist ein sehr poetischer Stil, der mir wahnsinnig gut gefallen hat und der uns eben mit in ein Leben einer Frau nimmt, die einfach wichtige Fragen für sich, für das Leben, für uns alle stellt und wo man eben auch einfach mal darüber nachdenken kann. Mich hat der Stil von Anne Freitag über das Hörbuch sehr schnell abgeholt. Jetzt war ich Anfang April noch nicht ganz so fit, war auch manchmal ein bisschen dösig, was die Schmerzmedikamente angeht, aber ich habe dieses Buch wirklich sehr genossen. Ich fand, der Stil war poetisch, er war modern, er fühlte sich authentisch und echt an und man konnte sich einfach vorstellen, wie Anne Freitag erzählt, dass dieses Leben von dieser Person wirklich existiert. Also, dass man mit Helene hier zusammensitzt, wir einen Kaffee trinken und sie uns ihre Lebensgeschichte erzählt. Wir spüren wirklich, dass es ein echtes Leben sein könnte, dass Dinge passieren, die passieren, dass es Emotionen gibt, Gefühle gibt, Gedanken gibt, wo man eben einfach sagt, okay, die spielen alle im Leben auch eine Rolle. Ich fand es sehr modern. Ich mochte, wie auch so die Geschwindigkeit sich mal erhöht hat, mal ein bisschen tiefgründiger, langsam wurde. Ich fand es sehr angenehm. Es war nicht so hektisch. Es war aber auch nicht so ausschweifend. Ich finde, es hat wirklich wunderbar die Mitte getroffen und hat in den wichtigen Stellen so eine Pause gemacht, um auszuholen, um tiefgründig zu werden, um zum Nachdenken anzuregen, aber dann eben auch andere Passagen ein bisschen schneller zu erzählen, sodass man wirklich auch in der Geschichte ein bisschen vorangekommen ist. Ich fand die verschiedenen Perspektiven sehr gut gemacht und auch sehr abwechslungsreich, muss aber schon sagen, dass die Stimmen der beiden Frauen nicht zu unterschiedlich waren, was ich ein bisschen schade fand im Hörbuch, weil es manchmal dann doch nicht ganz so einfach war, jetzt zu wissen, wer man ist. Sprachlich fand ich es doch ganz gut vom Unterschied, weil gerade die Tochter doch ein bisschen einen anderen Sprachstil verwendet hat als die Mutter. Und ich fand es schön, hier diese verschiedenen Gedanken und Emotionen zu haben und nachvollziehen zu können, warum die Menschen so agieren und reagieren, wie sie es tun. Wir bekommen ein wunderbares Gesamtbild, sowohl zeitlich als dann auch innerhalb der Familie, um eben auch diese Innenansichten der Menschen zu erhalten und das wirklich wunderbar transportiert zu bekommen. Das hat für mich Anne Freitag wirklich sehr, sehr, sehr gelungen gemacht. Von den Charakteren her haben wir natürlich als Protagonistin Helene, die etwas anfangs doch kühl war, ein bisschen distanziert war, was ich aber tatsächlich auch nachvollziehbar fand, denn wir lernen sie dann ja auch erst nach und nach kennen und dann wird sie eben auch offener, sie wird gefühlsbetonter und ich mochte ihre Entwicklung auch in der Emotionalität sehr, sehr, sehr gerne. Also ich fand, das war wirklich sehr rund, sehr passend. Ich fand ihre Gedanken in vielen Stellen wirklich nachvollziehbar. Ich glaube, es sind viele Fragen dabei, die wir Frauen uns, ich sag mal, ab der mittleren Jahre, ab 30, auch irgendwo stellen, wo wir fragen, wo sind wir, wo ist unser Platz, wo geht unser Weg hin, was ist, wenn ich vielleicht doch einen anderen Weg wähle als, ich sag mal, den allgemeingültigen in unserem Land oder dann vielleicht auch abweiche zu Freunden, wie denkt man darüber, wie denken die gegebenenfalls über einen und das fand ich tatsächlich sehr spannend, diese Fragen durch die Brille von Anne Freitag und eben durch die Protagonistin Helene gesehen zu haben. Ich mochte auch die Nebencharaktere, die sehr gut gewählt waren, besonders einfach die Teenager-Tochter. Und hier habe ich mich sehr, sehr gut einfinden können, denn ich glaube, mit 15, 16, so mancher Gedanke, mancher Ausdruck, mancher Trotz war für mich sehr, sehr greifbar und fühlbar. Und ich kann mir das eben vorstellen, dass so eine Trennung der Eltern etwas so mit einem machen, dass man so ergriffen ist, so vielleicht tatsächlich erst irgendwie geschockt ist, so irgendwie neben sich steht, nicht greifen kann, woran es liegt, wer hat Schuld, vielleicht die Schuld sogar bei sich sucht. Ich fand das wirklich gut und dass eben Trennungen einfach zum Leben dazugehört, dass daran nicht immer irgendwer Schuld hat oder man dann einen Verantwortlichen findet und das mochte ich tatsächlich gerne. Es ist eine Familiengeschichte, die mal ganz anders ist und wirklich auch zum Nachdenken anregt und das schafft Anne Freitag, da einfach so Fragen in den Raum zu stellen, bei denen man eben im Nachgang auch noch ein bisschen drüber rumgrübelt und vielleicht auch so manche Frage ins eigene Leben mitnimmt und da ein bisschen reflektiert und sich eben einfach da auch ein bisschen selbst
in Frage stellt und auch einfach das eigene Denken nochmal so mitnimmt und sagt, manchmal ist das Leben doch mehr, als man vielleicht gerade irgendwie denkt. Also wirklich tolles Highlight, tolle Frauen-, Lebens-, Familiengeschichte, die ich wirklich jedem sehr, sehr, sehr ans Herz legen kann. Buch Nummer 2 hat gerade so ein bisschen in die Stimmung gepasst, und zwar Geh langsam, wenn du es eilig hast, von Marjolein Bastin. Eine Geschichtensammlung, die Weisheiten aus aller Welt bereithält. Ein wunderschönes Cover, wie ich finde. Hinten heißt es, zähle nicht jede Stunde des Tages, aber sorge dafür, dass jede Stunde des Tages zählt. Passte gerade so ein bisschen zum Gesundwerden der Ungeduld entgegen und ja, dass man eben manchmal im Leben einfach langsam machen muss, obwohl man es eigentlich eilig hat und weiterkommen möchte. Und ich fand das einfach sehr, sehr packend. Es ist eine Sammlung von teils sehr knackigen Kurzgeschichten, die wirklich sehr kurz sind. Die Zitate sind über das Leben, die wirklich auch zum Nachdenken anregen. Wir haben zum Teil auch Zen- und Sufi-Geschichten, aber auch Märchen aus aller Welt und die hier wunderbarst zusammengefasst. Es hat auch ein paar Illustrationen, die mir auch sehr, sehr gut gefallen haben und man konnte hier in den Geschichten einfach so ein bisschen verweilen und immer mal dazu greifen und eine Geschichte nach der anderen lesen oder eben auch mal bei einer Geschichte bleiben. Ich habe mir zum Beispiel markiert, an dir liegt es, eine Zen-Geschichte, und es heißt so schön, du ertrinkst nicht, wenn du in den Fluss fällst, du ertrinkst nur dann, wenn du drin bleibst. Das tat meiner, ich tue mir gerade selbst so leid und ärgere mich über meine Dummheit, tat mir das ja Anfang April tatsächlich sehr, sehr, sehr gut, das auch zu lesen, weil man darf natürlich einfach nicht in diesem Selbstmitleid verweilen, sonst ja ertrinkt man tatsächlich am Ende dran. Dann haben wir hier der Suchende, die Lösung ihrerseits war inzwischen schon ganz außer Atem. Ihr gelang es nicht, den Suchenden einzuholen, mit dem er hin und her raste, ohne auch nur einmal zu verschnaufen. Die Lösung, die schon gar nicht mehr daran geglaubt hatte, dass der Suchende einmal anhalten würde, stolperte mit voller Wucht über ihn und er fing auf, was da so plötzlich über ihn hereinbrach und entdeckte erstaunt, dass er die Lösung endlich in den Händen hielt. Eine sehr schöne Weisheitsgeschichte. Ist natürlich ein perfektes Buch, also war für mich wirklich ein Highlight, kam für mich zur rechten Zeit und hat mich einfach gut unterhalten, sehr viele Gedanken dazu mir gegeben, Impulse gegeben, und ich glaube, das ist wirklich eine Geschichte, die man einfach verschenkt. Es ist ein Buch, das man verschenkt. Ich habe die Lebensweisheiten sehr gerne darin gemocht. Es ist wirklich schön geschrieben, es ist eine schöne Sammlung, sehr abwechslungsreich, eben durch die Märchen, durch die Weisheiten, durch die Impulse, durch die ja doch etwas asiatisch angehauchten Dinge, und es hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Also auch dieses Buch, ein Highlight für mich, ich glaube, weil es einfach so gut gepasst hat, und ich glaube, wenn man mal auf der Suche ist nach Büchern, die man Leuten mitbringt zum Geschenk, anstelle vielleicht Blumen oder Pralinen oder der 10. Flasche Wein, ist man hier, glaube ich, ganz gut mit, ja, im Grunde auch beschenkt. Ja, im Koppenrad Verlag erschienen, also von daher auf jeden Fall was, was man jemandem mitbringen kann, fände ich auf jeden Fall ein schönes Geschenk und bleibt bei mir auf jeden Fall im Regal, um immer mal ein bisschen darin zu blättern. Und das dritte Buch, ja, reiht sich so ein bisschen ein, auch ein Highlight für mich und eine wunderschöne Geschichte, und ja, ich bin froh, dass es dich gibt, von M.H. Clark, ein Buch, das mir aus dem Wunderraum Verlag zur Verfügung gestellt wurde, und ja, seit 3-4 Jahren gibt es ja die wunderschön illustrierten Bücher, egal ob es der Panda und der Fuchs ist, der kleine Drache, nein, der Panda, der große Drache und der kleine Fuchs, ob es der Junge, der Maulwurf, das Pferd und der Fuchs sind, wie sie alle heißen, wunderschöne Bücher, wunderschön illustriert, und so haben wir auch diese Art in einem Buch, und ich mag diese Art Bücher einfach unglaublich gern und habe mich hier wirklich über das Rezi-Buch sehr, sehr, sehr gefreut, und wir treffen auf ja, Fuchs und Eichhörnchen, die beste Freunde sind und eben zusammenkommen und eine kleine Reise machen und wunderschöne Herzensmomente erleben, und es ist ein wunderschönes Buch über Freundschaft, was man auch wieder wunderbarst verschenken kann mit wunderschönen Illustrationen. Ich bin mir gar nicht sicher. Illustration von Cecile Metzger steht hier unten in ganz klein,
Und es ist, wie es so schön heißt, eine Ode an die Freundschaft. Und es ist wirklich eine Umarmung. Nicht nur die wunderschönen Reimen und die Illustrationen, sondern einfach so eine Seite einfach innezuhalten, den Satz zu lesen oder die Sätze zu lesen und einfach auf sich wirken zu lassen. Wunder, wunder, wunderschön. Man muss schon sagen, 18 Euro kostet dieses Buch, ist schon ein ganz schön heftiger Preis für die wenigen Seiten, die man bekommt. Aber die Optik, finde ich, ist wirklich jeden Euro wert. Es ist wirklich sehr hochwertig. Es hat so diesen Leinenumschlag, also richtig, richtig schön. Und ich mag diese Art Bücher einfach und ich freue mich immer, wenn ich da was Neues entdecke, wenn ich auch mal was geschenkt bekomme in diese Richtung. Und auch das ist definitiv etwas, wo ich sage, perfekt zum Verschenken, wunder, wunderschön und ja, einfach wirklich die Illustrationen und das wirklich was mich hier zum Träumen einlädt, was wirklich so wie eine Umarmung ist und ach, ich fand's einfach schön. Auf alle glücklichen Tage trifft zu, in meiner Nähe warst immer du. Ja, also wirklich eine Ode, eine Umarmung an Freunde, an die Freundschaft. Wunder, wunderschön. Wirklich auch eine definitiv große Empfehlung von mir. Gerade wenn ihr wirklich Bücher sucht, die ihr vielleicht verschenkt an liebe Menschen. Ich glaube, dann macht man mit diesem Buch auf keinen Fall irgendwas falsch. Und das vierte Buch im April habe ich dann parallel zu The Stand begonnen. Und zwar Der Weltenexpress von Anka Sturm ist der Auftakt einer Trilogie. Es sind auch alle drei Bände bereits erschienen. Sie sind dann gelb und rot. Man kann es hier hinten ganz gut erkennen. Ist letztes Jahr bei mir eingezogen. Ich weiß gar nicht mehr, wer davon geschwärmt hatte. Dann war es auf der Wunschliste und da habe ich es mir gebraucht besorgt und war jetzt eben einfach in der Stimmung und dachte, neben The Stand ist es ganz gut, tatsächlich einfach so ein bisschen ein Kinder-Jugendbuch zu lesen. Ich glaube, das Alter ist von 8 bis 12, wird es empfohlen. Und das würde ich definitiv auch sagen. Also ich glaube, 8-, 9-Jährige können dieser Geschichte schon folgen und sie auch genießen. Und ich finde das tatsächlich sehr, sehr, sehr passend. Ja, wir treffen auf Flynn. Die ist auf der Suche nach ihrem verschwundenen Bruder und steigt eines Nachts heimlich in die gewaltige Lokomotive ein, die bei ihr am Bahnhof vorbeifährt. Denn da geht sie davon aus, dass sie auch ihren Bruder wiederfindet, denn er hat ihr eine Karte geschickt, wo eben diese Lokomotive auch abgebildet ist. Ja, sie merkt recht schnell, dass das kein normaler Zug ist. Nein, sie befindet sich in einem fahrenden Internat mit sehr außergewöhnlichen Kindern und merkt dann doch, oh, hier bin ich wohl im größten Abenteuer meines Lebens gelandet, ohne es zu wollen, ohne es zu ahnen und bin da einfach so hineingestolpert. Der Zug wird mit Magie angetrieben und bringt so die Kinder an ganz verschiedene Orte, die wir jetzt eben auch mit Flynn entdecken, lernen hier natürlich auch einige Kinder kennen und begeben uns zusammen mit Flynn auf die Suche nach ihrem Bruder. Ich mochte den sehr leichten und auch kindergerecht erzählten Stil von Anka Sturm sehr gerne. Es ist schöne Magie, es ist fantasievoll und besonders begeistert bin ich von Flynn, von der Protagonistin in dieser Geschichte. Ich mochte sie super, super gerne, denn trotz ihres Alters, sie ist so knapp 13 Jahre alt, ist sie natürlich schon sehr clever und wirkt aber doch sehr schüchtern. Gleichzeitig strahlt sie aber etwas ganz Besonderes aus und stolpert immer mal so ein bisschen durch die Geschichte, durch ihr Leben, aber hat eben immer eine clevere Idee. Und das ist nicht einfach so, dass ihr das zufliegt, sondern sie denkt auch mal darüber nach und sie geht es dann irgendwie logisch an und es kommt dann am Ende doch manchmal anders, als sie denkt. Aber sie ist eben nicht einfach so eine Heldin, der alles zufliegt, sondern sie braucht hier definitiv die Kinder, ihre Freunde, die sie hier findet. Und besonders schwierig war so ein bisschen auch ihre Mutter, die ich sehr kühl fand, die natürlich den Bruder, also ihren Sohn, sehr, sehr, sehr vermisst und die schon sehr ruppig war. Und ja, da tat mir Flynn natürlich an der einen oder anderen Stelle auch sehr, sehr leid, das so mitzubekommen. Aber für mich wirklich eine ganz, ganz tolle Protagonistin, die, glaube ich, jedes Kind zwischen 8 und 12 und 13 wirklich auch begeistern kann.
Die Nebencharaktere, muss ich sagen, waren tatsächlich eher nur okay. Ich fand sie sehr oberflächlich, ich fand sie wenig tiefgründig, ich konnte sie mir nicht bildhaft vorstellen. Sie sind so ein bisschen gekommen und gegangen und hatten nicht viel der Story beizutragen, was ich sehr, sehr, sehr schade fand. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mein Problem an dieser Geschichte, dass sie wirklich sehr kindergerecht ist, aber mir eben sehr häufig zu langweilig war, wenig Spannung hatte, sie nicht sehr bildhaft war, sie schon fantasievoll war, aber oft das Ausschweifende gefehlt hat, um mir das alles vorstellen zu können. Die Orte, die wir durchreist haben, fand ich schon gut erklärt. Ich mochte auch das Magiesystem, ich mochte das Internat in dem Zug, aber es war einfach doch an mancher Stelle holprig und vielleicht tatsächlich einfach eher was für Kinder, die ein bisschen länger brauchen, um in diese Geschichte einzutauchen, was mir dann eben manchmal einfach schon zu langweilig wurde, weil relativ wenig auch im ersten Band passiert ist. Und das Buch hat ja doch knapp 360 Seiten, glaube ich, gehabt, wenn ich mich recht erinnere. 370 Seiten. Ich glaube, man hätte das auch irgendwie um 80, 90 Seiten kürzen können, ohne dass man viel Handlung irgendwie verschenkt hätte. Und das fand ich tatsächlich einfach ein bisschen schade. Es ist aber schwierig, jetzt in meinem Alter über ein Kinderbuch zu sprechen. Es hat mir gefallen, es hat mich unterhalten, es war leicht, es war locker. Ich mochte die Magie, ich mochte Flynn. Und es war eine schöne Geschichte, aber es hat mich nicht so gepackt oder gar gefesselt, dass ich sage, ich möchte die Reihe weiterverfolgen, ich möchte sie weiterlesen, könnte mir aber eben durchaus vorstellen, dass Kinder in dem Alter von 8 bis 10 oder ein bisschen älter wirklich Spaß mit dieser Geschichte haben und Flynn eben sehr gerne folgen, sich in diesem Internatszug verlieren können, dass möchten, dass sie ein Abenteuer erleben, dass sie reisen, dass sie mit dem Zug unterwegs sind, und Kinder mögen Züge ja sowieso wahrscheinlich viel mehr, als es ich heute tue, aber ich glaube, ich möchte hier so nur so eine beschränkte Empfehlung geben. Ich glaube, für Kinder wirklich eine tolle Geschichte. Ich glaube, für Leute wie mich, die viel Fantasy lesen, die eben auch schon das ein oder andere Buch rund um Magie und Internat und Abenteuer gelesen haben, vielleicht ein bisschen ja langweilig, nicht ganz so spannend, weil doch manches vorhersehbar ist. Aber ich glaube, so als Kind hätte ich diese Geschichte gefeiert, hätte ich mich drüber gefreut. Ich glaube, die Nebencharaktere könnten durchaus noch ein bisschen lebendiger sein, aber das ist, glaube ich, vielleicht in diesen Kinderbüchern gar nicht so wichtig. Es hat mir gefallen, aber es hat mich nicht so gepackt, dass ich weiterlesen würde, und das Buch wird, denke ich, bei mir auch ausziehen, aber es hat mich neben The Stand auf jeden Fall locker und leicht unterhalten, und das war ja auch das, was ich wollte. Vielleicht war es auch einfach schwierig, neben The Stand überhaupt mich irgendwie so zu packen und zu fesseln, während ich einfach doch lieber eigentlich zu The Stand gegriffen hätte, aber einfach manchmal was Leichteres gebraucht habe. Hat das irgendwie Sinn gemacht? Ich hoffe, also dementsprechend ein gutes Kinderbuch, was ich definitiv für die Altersklasse empfehlen würde. Für alle anderen eher nur eine bedingte Empfehlung. Ich glaube, das sollte man eher frisch in diese Fantasy eintauchen, in Magiesysteme. Dann hat man da definitiv mehr davon. Buch Nummer 5 im April war The Marmalade Diaries von Ben Aitken. Ein Tagebuch, was wieder keine Romanart ist, sondern tatsächlich eine echte Geschichte erzählt, die wirklich so basiert und dementsprechend auf wahren Begebenheiten uns die Geschichte einer besonderen Freundschaft erzählt. Wir treffen den 34-jährigen Ben in London 2021 und er ist auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum. Und das gestaltet sich damals in London gar nicht so einfach. Er trifft dann auf die 85-jährige Winnie, die direkt in ihrem Haus in Wimbledon jemanden sucht, der ihr auch so ein bisschen unter Tage sozusagen hilft. Also sie sagt, hier natürlich ins Haus darfst du mit einziehen, aber unterstütz mich doch so ein bisschen in alltäglichen Dingen. Und so tut sich ein wunderbarer Beginn einer Freundschaft auf, die sehr unerwartet war und auch gerade dann zu Zeiten von Corona zeigt, wie wichtig Freundschaften im Leben und auch zu dieser besonderen Zeit einfach waren. Beide müssen so ein bisschen Kompromisse eingehen und auch näher zusammenrücken, denn auch in London herrscht natürlich dann irgendwann die Ausgangssperre und Kontaktverbot, außer man ist eben ein gemeinsamer Haushalt, wozu sich die beiden dann eben entschließen, das zu werden. Auch wenn Winnie anfangs so ein bisschen eigenwillig wirkt, merken wir doch recht schnell durch die Perspektive von Ben, dass sie mit ihren vielen Erfahrungen, ihren Gedanken, Ideen, ihrer Weit- und Weltsicht
tatsächlich ihn so ein bisschen für sich einnehmen kann und es wirklich hier zu einer ganz wunderbaren Freundschaft kommt und wir einfach von diesen alltäglichen Dingen dann eben auch ein bisschen was erzählt bekommen und besonders die Dialoge, ja, das kann ich schon sagen, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Für mich war diese Geschichte wirklich wunderbar. Ich fand die ungleiche Freundschaft ganz toll erzählt, die wirklich mit sehr viel Witz, Gefühl und eben auch Lebensweisheiten daherkommt. Und ich glaube, dass das in diesen damaligen, doch etwas schwierigeren Zeiten wirklich eine Bereicherung für Ben und auch für Winnie war. Es ist eine Lebensgeschichte, das finde ich persönlich immer schwierig zu bewerten, weil die Geschichte ist ja von Ben und Winnie wirklich so passiert. Und was steht es mir zu, eine Lebensgeschichte irgendwie eine Note zu geben? Dennoch finde ich es toll, wie er uns die Geschichte der Freundschaft näher gebracht hat. Ich finde, das wirkte ganz wunderbar, ganz menschlich, authentisch und echt. Und es zeigt eben, dass man sich doch öfter mal mit älteren Menschen unterhalten sollte, dass man da ganz viel auch mitnehmen kann fürs Leben, dass man aus den Geschichten, den Erfahrungen auch etwas lernen kann. Und das fand ich tatsächlich richtig gut. Ich mochte Winnie wirklich von Beginn an. Ich fand ihre Art, die doch ein bisschen schrullig war, sehr unterhaltsam. Ich fand ihre Lebensweisheiten spannend. Ich mochte es, wie sie zwar aus der Vergangenheit zu Lehren gezogen hat, aber doch trotz allem auch positiv in die Zukunft geblickt hat. Und bei Ben merkt man so ein bisschen, dass er doch sehr gutmütig ist und sich dann so ein bisschen auch mit Winnie arrangiert und auch diese ganze Situation einfach ein bisschen merkwürdig wird. Aber die Freundschaft zu Winnie ihm eben auch ganz besonderen Halt in dieser etwas schwierigen Zeit gibt. Und ich fand, es hat wirklich Spaß gemacht, den beiden zu folgen. Es wirkte wirklich sehr authentisch und ich fand die humorvollen Dialoge wahnsinnig gut geschrieben. Also es hat wirklich Spaß gemacht, dem Leben zu folgen, der Geschichte zu folgen, dieses Zusammenwachsen so mitzubekommen und eben auch zu entdecken, wann Ben eben merkte, dass das auch für ihn etwas ganz Besonderes ist. Und es war wirklich sehr entspannend, das zu lesen und es wirkte sehr gemütlich und man wurde da wirklich so diese Freundschaft mitgenommen, hineingezogen und es wäre ein Highlight geworden. Und nein, ich sag jetzt nicht, dass mich Corona hier gestört hat. Das hat es nur bedingt. Mich hat so ein bisschen gestört, dass wir gefühlt wirklich eine tägliche Berichterstattung miterlebt haben. Also wo uns wirklich akribisch genau so ein bisschen diese Tage geschildert wurden, wie ist der aktuelle Stand in London und in Wimbledon und was gibt es gerade zu beachten und wie geht es in England weiter, wo ich dachte, das hätte es für mich nicht in dieser Akribität irgendwie gebraucht. Weil das macht einfach 3 Jahre später wenig Sinn, weil man ja nicht mehr live dabei ist. Natürlich haben viele damals einfach die aktuellen Stände verfolgt, wo stehen wir heute, geht die Tendenz nach oben, nach unten und so weiter. Aber es interessiert mich zumindest als Leser 3 Jahre später nicht mehr, wie ist da der Tagesstand. Natürlich so der grobe Überblick ist natürlich notwendig, wo standen wir, waren wir bei der Ausgangssperre, wurde sie schon gelockert und so weiter. So ganz grob hätte mich das interessiert, aber in diese Tiefe hätte man für meine Begrifflichkeit nicht so gehen müssen. Und das fand ich einfach ein bisschen schade, weil das auch so ein bisschen die Dynamik aus der Geschichte genommen hat. Auch wenn es der ganzen Freundschaft und dieser Geschichte keinen großen Abbruch tut, man muss einfach schon, ich glaube, auch einfach beim Schreiben oder vielleicht jetzt auch mittlerweile beim Lektorat einfach sagen, interessiert das jemand noch, wie war an dem Tag genau die diversesten Werte, die ja damals auch reportet wurden oder ausgewertet wurden. Und ich glaube einfach, dass mich das als Leser, vor allem nicht in Wimbledon wohnend, einfach noch weniger interessiert, als es mich heute vergänglich vor zu 3 oder 2 oder auch 4 Jahren, wo ja die Hochphase war. Auch da hat es einen ja eher tagesaktuell interessiert, als wie war es denn letzte Woche und vor 2 Wochen und vor 4 Wochen oder letztes Jahr. Dementsprechend, ich glaube, da muss man jetzt in der Berichterstattung ein bisschen aufpassen, damit man nicht zu ausführlich wird. Aber alles in allem wirklich eine absolute Empfehlung von mir. Wer so ein bisschen schrullige Freundschaften mag, auch mit diesem Altersunterschied, eben auch so Lebensweisheiten mit aufsaugen möchte, ich finde, der ist hier absolut bei diesem Buch richtig. Und dann kommen wir zu einem wahrlichen Klopper, zu meinem King im April, und zwar The Stand von Stephen King. Das Buch selbst habe ich schon länger auf dem Sub, hatte mir dann eben auch irgendwann das Hörbuch mit knapp über etwas über 54 Stunden geholt und habe es dann auch im April gehört. Der Sprecher ist David Nathan und der hat seinen Job einfach perfekt gemacht. Allerdings gab es so eine Art Musikhinterlegung zwischen Kapiteln beziehungsweise auch den verschiedenen Teilen in dem Buch
Und ich muss sagen, es hat mich nicht so richtig gestört, aber ich hätte das auch einfach nicht gebraucht. Ja, ich habe den Wälzer gehört, nicht gelesen, aber das ist im Grunde ja das Gleiche. Es ist die ungekürzte Version mit 1700 Seiten und eben über 54 Minuten, nein, Stunden. 54 Stunden und das war schon ein ganz schöner Klopper. Ich werde euch jetzt aufgrund des Schweres des dicken Buches einfach das Hörbuch einblenden. Es gibt mittlerweile auch zwei Verfilmungen. Einmal eine Miniserie, ich glaube aus vier Teilen bestehend, aus den 1990er Jahren und ich glaube etwas Neues von vor zwei oder drei Jahren. Ich möchte mir auf jeden Fall die alte Version ansehen. Ich werde mal gucken, ob ich die irgendwo streamen kann oder ob es die irgendwie auf DVD gibt und dann werde ich mir die auf jeden Fall auch anschauen, weil ich kann schon so viel sagen, die Geschichte hat mir grundsätzlich schon gefallen, auch wenn sie kein Highlight geworden ist. Also ich würde sagen, sie ist im guten Mittelfeld der Stephen King-Geschichten und besonders beeindruckt war ich schon, ich glaube, das fing relativ früh an. Ich glaube, das sind so seine Gedanken zu der Kürzung, also von Stephen King und der uns eben sagt, dass der Vorzug einer guten Geschichte liegt eben darin, dass sie grenzenlos und flüssig ist und eine gute Geschichte gehört jedem Leser auf seine spezielle Weise. Und da hat er natürlich mal wieder absolut recht, unser lieber Stephen King. Ja, ich hatte das Buch schon länger auf dem Sub. Ich glaube, es ist schon damals auch gefühlt bei uns eingezogen, als es eben als Taschenbuch erschien. Ich weiß auch, dass die Geschichte damals meine Mama schon gelesen hatte. Ich eben noch nicht. Ich habe sie jetzt eben gehört und hatte jetzt auch so ein paar Bedenken, weil es hier ja auch um einen Grippevirus geht, wie nahe das eben so ein bisschen an unserer eigenen Erfahrung dran ist. Aber ich kann alle beruhigen. Es ist ganz anders, als Stephen King, glaube ich, heute Corona verarbeitet, denn damals war es doch ein bisschen allgemeiner, ein bisschen abstrakter. Ich glaube, die Geschichte ist ja auch aus den 90ern, wenn ich mich nicht irre, die ursprüngliche Geschichte sogar aus den 70ern. Naja, okay. 78 kam die gekürzte Version und 1990 und dann 92 auch im Deutschen, ja, im Grunde die längere Version mit nochmal 400 Seiten. Also tatsächlich schon Ende der 70er. Faszinierend. Ich habe mich jetzt so auf die 90er beschränkt, aber das würde einiges mehr noch erklären. Ich versuche auch gar nicht so lange über ja, den Inhalt zu sprechen, denn 1700 Seiten beinhalten natürlich ganz, ganz, ganz viel. Ja, wir sind also anfänglich dabei, als eben ein Grippevirus aus einem geheimen Militärgebiet sozusagen ausbricht. Wir sind dabei, als ein junger Mann mit seiner Familie im Grunde noch flüchtet, als er diese Basis verlassen kann, aber den Virus schon in sich trägt. Und man kann sich jetzt natürlich vorstellen, was es für eine Auswirkung hat, dass hier eben ja Menschen unterwegs sind, die diesen Virus in sich tragen, wie die Ansteckung verläuft, wie diese Weiterverbreitung ihren Lauf nimmt. Wir verfolgen auch tatsächlich diese Spreader sozusagen in den USA, wo es eben an unterschiedlichen Stellen dann dazu kommt, dass sich die Menschen anstecken. Es ist hoch ansteckend, ich glaube irgendwas von 98% und auch die Sterberate, sie ist super schnell und auch super hoch und erfahren eben einfach ein bisschen was zu dem Virus, wie er entstanden ist, wie er ausgebrochen ist, wie die Menschen darauf reagieren und wie eben in kürzester Zeit auch die Zivilisation zusammenbricht. Es gibt eben irgendwann keinen Strom mehr, kein Benzin mehr, keine medizinische Hilfe, kein fließend Wasser, alles wird irgendwann lahmgelegt und das in sehr, sehr, sehr schneller Zeit. Also da muss man sagen, war unsere eigene Geschichte doch viel, viel, viel langsamer, also unsere echte Geschichte von dem Virus, als es hier tatsächlich im Grunde ja zu einem Zero-Punkt kommt, also zu einem Nullen-Punkt, wo man sagt, es gibt wirklich nur noch wenige Menschen auf dieser Welt und die Geschichte spielt ja auch einfach in den USA. Es gibt aber einige Menschen, die sehr lange überleben, die lange nicht mit dem Virus in Kontakt kommen. Und dann eben auch Menschen, die immun sind und aber dann relativ schnell auch auf sich allein gestellt sind und dann eben auch so diesen Neid der Betroffenen fühlen, die eben Menschen auch verloren haben. Und wir treffen eben auch verschiedene Charaktere, die sich zu Grüppchen bilden und es gibt auch verschiedene Anziehungspunkte innerhalb dieser Gruppen bzw. dieser Menschen, denn es gibt eben Menschen, die Mutter Abigail in ihren Träumen sehen und sich dann auf den Weg nach Nebraska machen und es gibt Menschen, die, ja, Randall Fleck, der so ein bisschen die etwas bösere Seite darstellt, während eben Mutter Abigail sehr religiös ist und auch Gespräche mit Gott führt und dann haben wir eben Randall Fleck als das Böse in Persona, der sich in Las Vegas niederlässt und ja dort eben so ein bisschen ja auch aufmüpfig ist und ganz anders agiert, als es die Gruppe rund um Mutter Abigail macht. Wollen wir das mal so machen?
Ja, also wir haben schon eine klassische Gut gegen Böse Geschichte. Es ist ein wenig Graunuancen und ja, diese zwei Punkte haben wir und ja, da laufen wir eben mit den Gruppen so ein wenig mit. Kommen wir zu den positiven Dingen. Das erste Drittel war grandios. Es war episch, es war atmosphärisch, es war eine tolle Darstellung der Menschen, des Viruses, des Überranntwerdens, der Krankheit, wie die Menschen damit umgehen. Das war wirklich großartig. Wir haben verschiedene Menschen, verschiedene Orte. Wir haben eben die Immunen oder die, bei denen durch die Krankheit ausbricht, wo die Menschen verloren gehen, wo wir eben vielleicht bei den Immunen dabei sind, die eben auch Menschen verlieren. Und das fand ich wirklich großartig. Es war ernst, es war tiefgründig und es hatte schon etwas sehr Bedrückendes und man wollte da eigentlich so ein bisschen raus. Dann kam der doch sehr schwache Mittelteil, das muss man ehrlich so sagen. Wir sprechen hier ja von einem Mittelteil locker von 300, 400 Seiten, die sich sehr langgezogen angefühlt haben. Wir haben jetzt eben die verschiedenen Grüppchen, wir haben verschiedenste Menschen. Wir haben nicht nur gute Menschen, sondern auch sehr böse, sadistische, eklige Menschen. Und es war schon an der einen oder anderen Stelle auch eine spannende Perspektive dabei. Es gab aber doch so ein, zwei Menschen, denen wir gefolgt sind, die einfach langweilig waren. Es war träge, es gab Gruppenbesprechungen, die keiner gebraucht hätte. Und man hat hier einfach sehr stark oder ab diesem Mittelteil sehr stark gut gegen böse. Und mir war das einfach zu schwarz-weiß. Und das ist für mich auch ein bisschen nicht King, denn er hat auch gerne ja die Graunuancen einfach mitgenommen. Und was mir auch einfach zu viel war, war dieser ganze religiöse Teil und alles rund um Mutter Abigail. Und da dachte ich mir, oh nee, also finden wir jetzt im Glauben und ja, da bin ich so ein bisschen persönlich einfach raus. Das fand ich sehr schwierig. Auch sehr schwierig fand ich die, ja, 3, 4 expliziten Gewalt- und auch Misshandlungsszenen an Frauen, die es für mich in dieser Tiefe und in diesem Detailgrad gerade als Hörbuch überhaupt nicht gebraucht hat. Ich glaube, man hätte da, also natürlich wollte Stephen King hier den Schrecken nicht des Krieges, sondern dieses Viruses zeigen und was das eben aus Menschen macht, wie Sadisten eben noch sadistischer werden, gewaltvoller werden, wie Fantasien sich erfüllt werden, weil man es eben einfach kann, weil es eben einfach keine Polizei und keinen Rechtsstaat in irgendeiner Art mehr gibt. Aber mir war das oft schon zu derb, zu blutig und es lässt die Männer nicht in so einem guten Licht dastehen. Und ich frage mich halt wirklich immer, bei vielen postapokalyptischen Geschichten oder Flugzeugkatastrophen und so weiter, ob die Menschen wirklich so wären, ob wir uns wirklich auf dieses ganz Untere in uns begeben und sagen, ja, ich werde jetzt nur noch, ich sag jetzt mal sexuell, ich habe nur noch diese Triebe und die muss mir jetzt irgendwer erfüllen. Ich bin mir da unschlüssig, ob das wirklich dem Menschlichen, dieser Psyche so nahe kommt und ob das wirklich so wäre. Lässt sich natürlich von außen einfach schwierig sagen, aber das fand ich tatsächlich schade, dass hier in großen Teilen wirklich nur die Männer das Böse, Sadistische waren und die Frauen oft einfach diese Opferrolle haben. Wenn man aber bedenkt, und das möchte ich Stephen King zugute halten, und ich habe ja eher noch an die 90er gedacht, aber nein, wir sind ja hier Ende der 70er Jahren, war natürlich das Frauenbild einfach ein anderes, als es halt 50 oder ja Mitte 40 Jahre später war. Das muss man ihm, glaube ich, zugute halten, denn Ende der 70er Jahren gab es einfach noch ein anderes Frauenbild, ein anderes Männerbild, und ich glaube, dass es gar nicht in seiner damaligen Wahrnehmung so sexistisch war, so männerhassend war, sondern ich glaube, dass schon einfach dieses Bild des starken Mannes vorrangig noch vorhanden war und eben die Frauen, die beschützt werden müssen. Und ich glaube, dass das einfach der Grund ist, weswegen man hier eben auch das Frauenbild ein bisschen schwächer dargestellt hat, als es einfach heute der Fall wäre. Das Ende tatsächlich des Buches fand ich relativ gut. Ich weiß, dass es hier gemischte Meinungen gibt. Ich fand es gelungen. Ich fand es auch dann wieder ein bisschen spannender. Allerdings war so ein bisschen das danach vielleicht ein bisschen unglaubwürdig, so für meinen Geschmack. Und ich glaube, dass auch der ganze Weg vorher gar nicht so für dieses Ende ausgelegt war. Also ich weiß nicht, ob er das Ende von Beginn an im Kopf hatte, ob er sich irgendwann dann doch überlegt hat, ich nehme noch eine andere Abzweigung. Aber es war schon sehr heroisch und sehr amerikanisch, kann man das so sagen? Also ja, aber ich fand es gut. Ich fand es gut, dass auch die letzten 300 Seiten mal in Spannung wieder aufgenommen hat, dass da ein bisschen was passiert ist, dass doch irgendwie ein bisschen Sinn machte, was wir in der Mitte in dieser Durchstrecke sozusagen mitgemacht haben und dass es dann noch irgendwie einen Weg geebnet hatte.
Ich persönlich kann halt tatsächlich mit Krieg und Gewalt relativ wenig anfangen und habe da so eine persönliche Abneigung dagegen und dementsprechend fand ich diese Geschichten im Mittelteil einfach wahnsinnig in die Länge gezogen. Und auch wenn Stephen King per se längen kann, hätte es hier definitiv gut getan, Dinge herauszukürzen, die man einfach nicht gebraucht hätte, die gar keinen Sinn gegen Ende gemacht hätten. Und vielleicht wäre die gekürzte Version tatsächlich die etwas bessere Version. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was Stephen King gekürzt hat. Vielleicht hat einer von euch ja beide Bücher gelesen und kann das beurteilen. Aber der Spannungsbogen hat definitiv in der Mitte sehr, sehr, sehr durchgehangen. Und ich hätte mir das ein bisschen intensiver, gestraffter gewünscht. Als Hörbuch noch machbar, gerade wenn man nebenbei eben vielleicht tatsächlich einfach putzt oder wie ich ja dann eben auch viel mal irgendwie in Wartezimmern saß, da fällt einem das nicht ganz so schwer, aber alles in allem hätte ich mir das einfach ein bisschen komprimierter gewünscht. Es gibt auch Bezüge zum Dunklen Turm. Hier habe ich mich auch mit Thorsten und Phil, meinen Kingsianer-Kollegen, ausgetauscht. Und es habe auch noch die Kurzgeschichten, und es gibt eine Kurzgeschichte in der Sammlung Nachtschicht. Und die habe ich auch noch hier. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, die sich hier zu dieser Geschichte noch ein bisschen bezieht. Und eben auch im Dunklen Turm gibt es wohl einige Gedanken zu The Stand, zu dem Virus, zu den diversen Charakteren. Da bin ich natürlich neugierig. Noch zieht es mich nicht zur Gänze zum Dunklen Turm, aber irgendwann wird wahrscheinlich kein Weg drumherum kommen, um der Geschichte doch nochmal auch Raum zu geben und eine zweite Chance zu geben. Das Buch war schon tatsächlich sehr episch, es war sehr atmosphärisch. Ich mochte diese düstere Vorstellung dieser Welt, dieses Viruses und was es eben mit den Menschen macht, mit einem Land macht und was da eben auch hätte durchaus auch in unserer nahen Vergangenheit hätte passieren können. Ich mag postapokalyptische Geschichten sehr gerne. Ich habe auch diese gerne gehört, aber die Längen hätten es einfach nicht so gebraucht. Es ist jetzt, wie gesagt, nicht das absolute Highlight von King. Es ist aber auch kein Buch, wo ich irgendwie dachte, ich breche es ab. Vielleicht in der einen oder anderen Mittelteil. Ich glaube, lesend wäre es für mich auch schwieriger gewesen, dran zu bleiben. Hörend hat es mir die Sache doch auf jeden Fall erleichtert. Und ich bin froh, es jetzt gelesen, gehört zu haben, die Geschichte zu kennen. Freue mich auf die Verfilmung, bin sehr auf die 1990er-Geschichte, Verfilmung gespannt. Und da könnt ihr natürlich auch gerne mal berichten, wenn ihr die Serie oder die Kurzfilme oder die Kurzfilmreihe, ich glaube, es sind immer so 1,5 Stunden, also 6 Stunden werden es dann wahrscheinlich sein, was man definitiv auch für dieses dicke Buch braucht. Könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr das Buch kennt oder auch die verschiedenen Serien oder die Kurzfilme, nein, die Filmreihe. Einfach mal in die Kommentare. Lasst uns hier gern ein bisschen über The Stand austauschen, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und auch einfach eure Gedanken, ob ihr Bücher auch einfach so in die Zeit setzt, in der sie erschienen sind. Also ob ihr da mitgeht und sagt, okay, das Frauenbild war zum Beispiel in den 70er Jahren ein anderes, deswegen erklärt es vielleicht manches auch aus einer Geschichte. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, lasst uns hier super gerne in den Austausch gehen. Und ja, 1700 Seiten, 54 Stunden, Mein King im April. War auf jeden Fall unterhaltsam und hat sich wirklich sehr lange im April hingezogen. Und das waren sie jetzt, die ersten 6 Bücher des Monats Aprils. Lasst mich doch gerne mal wissen, ob ihr auch einen King im April gelesen habt, ob ihr einen Wälzer ja im Grunde geschafft habt oder wie einfach euer April lief, was euer Highlight oder euer Flop war. Lasst uns da gerne in den Kommentaren austauschen. Mich freut es besonders, ja, in der ersten Hälfte sozusagen des Monats wirklich 3 tolle Highlights gelesen zu haben, beziehungsweise auch gehört zu haben, wenn ich an das Anne-Freitag-Buch denke, das doch auch wirklich noch ein bisschen Nachhalt. In der nächsten Woche wird dann voraussichtlich der 2. Teil des Büchermonats online gehen. Sollte er schon online sein, findet ihr diesen natürlich auch in der Infobox, also schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten abonniert natürlich gerne, dann verpasst ihr auch den 2. Teil des Büchermonats nicht. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.